Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen hier bei Bonus, Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten. Wenn die Zertifikatebranche ein Resümee zieht für 2011, dann dürfte das mal gar nicht so schlecht ausfallen. Die hohe Volatilität am Markt ist zwar zum einen, hat zwar zum einen dafür gesorgt, dass einige Produkte den Anleger wegen gebrochener Barrieren durchaus im Gedächtnis bleiben wird, aber zum anderen hat es eben dem Anleger auch Chancen eröffnet in diesem Marktumfeld, wo hohe Zinsen ja doch in weite Ferne gerückt sind. Aber was waren denn die wichtigsten Meilensteine für 2011? Wie hat sich der Zertifikatemarkt auf die sich ändernden Rahmenbedingungen eingestellt? Und wie gut ist die Zertifikatebranche auch für 2012 gerüstet? Und welche Rahmenbedingungen gibt es hier? Darüber werde ich jetzt sprechen mit meinen Gästen im Studio, nämlich zum einen mit Dominik Aurich, der ist Experte für Wertpapieranlagelösungen bei der Hypovereinsbank One Markets. Erstmal herzlich willkommen. Und mit Dirk Hess, er ist Zertifikate-Experte oder Investment-Experte bei der Citigroup Global Markets Deutschland. Ihnen auch natürlich ein herzliches Hallo, Frau Besser. Willkommen. Ja, und bevor wir anfangen und gucken, was es in 2011 für Meilensteine gab in der Branche und wie es in 2012 ausschaut, wollen wir kurz in Kooperation mit der IZA Medienanalyse doch mal auf Zertifikate-News blicken. Und da haben wir zum einen eine Umfrage, die vom Mannheimer Ipsos-Institut in Auftrag vom Bundesverband Deutscher Banken gegeben worden ist. Und da geht es um die Sparer oder beziehungsweise darum, dass eben das Desinteresse und auch im Grunde das Wissen bei Wirtschafts- in Anführungsstrichen Wissen nachlässt, extrem nachlässt. Also Sparer wenden sich verstärkt ab von dem Thema Ökonomie und Geldanlage. 2006 kann man sagen, waren noch 51% sehr stark an Wirtschaft interessiert. 2010 waren es 45% und jetzt sind es nur noch 35%. Und nur bei 15% der Jüngeren ist ein sehr starkes Interesse an Wirtschaft vorhanden. Die Höhe der Inflationsrate konnten 71% nicht korrekt benennen. 2008 waren das noch 64%. Herr Aurich, was muss man sagen? Muss man sich Sorgen machen? Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Man kann es den Leuten noch nicht verübeln. Schauen wir uns da einfach die Kursentwicklung an der letzten Monate. Da kann einem schon der Spaß am Geldanlegen vergehen. Die falsche Reaktion ist aber natürlich die Vogel-Strauß-Politik und sich sagen, ich kümmere mich gar nicht mehr drum, denn das ist der größte Fehler, den man begehen kann. Wie kann man denn die Leute wieder an die Geldanlage oder an das Thema generell zurückführen, Herr Hess? Ich glaube, es ist die Frucht, die wir ernten aufgrund dessen, dass man versäumt, schon in der frühesten Jugend in den Schulen von Anfang an eine gezielte, auch einen gezielten Finanzunterricht zu machen. Ich meine, jetzt fordern ja viele Verbände auch in Deutschland, die sagen, geht in die Schulen, geht von Anfang an rein und gebt hier einfach mal den Schülern mit, auf was es später ankommt, wie wichtig es ist, sich um seine Finanzen zu kümmern. Und deswegen wird man nur später teilweise über den Beruf oder über das Studium herangeführt. Und das ist dann eigentlich zu wenig. Und wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen die Medienlage, wo doch immer wieder auch gute Beratungsleistungen teilweise diskreditiert werden. Man muss wieder Vertrauen zu den Beratern finden. Man muss natürlich auch die Berater besser schulen, um hier allgemein wieder ein bisschen positive Stimmung zu erzeugen. Sonst werden viele irgendwann mal, und das ist die nächste und übernächste Generation, spätestens im Rentenalter einen Aha-Effekt haben, den sie nicht haben wollen. Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht dazu beitragen können, hier einen Aufruf starten, dass eben hier auch mehr getan wird, gerade im Bereich der Bildung. Dann wollen wir gucken auf eine Umfrage des DDV bei 24 Emittenten aus der Zertifikatebranche, die zusammen 98% des Marktes eben für strukturierte Wertpapiere repräsentieren. Und hier gab es das Ergebnis, dass 3/4% davon ausgehen, dass Produkte mit vollständigem Kapitalschutz, wie eben strukturierte Anleihen und Kapitalschutzzertifikate, die gefragtesten Produkte sein werden. 17% erwarten eine stärkere Nachfrage nach Aktienanleihen. 4% nur denken, dass es Bonus- oder Expresszertifikate sein werden in 2012, die überzeugen. Und 3/4 waren sich aber einig, dass einfache Strukturen eben das Produktangebot bestimmen werden. Wo finden Sie sich wieder, Herr Aurich? Also wir sind definitiv bei denen, die an Kapitalschutz glauben, dass auch weiterhin gefragt wird. Das Umfeld ist schwierig, die Angst ist da, die Zinsen sind extremst niedrig und also da herrscht auch Anlagenotstand, was höherverzinsliche Anlagen angeht. Also da wird die Nachfrage sehr, sehr hoch bleiben. Wir glauben auch als Marktführer für Aktienanleihen, dass es da auch noch weitergeht. Einfach aufgrund der hohen Volatilität gibt es da natürlich auch extreme interessante Einstiegschancen für den aktienorientierten Anleger. In Kombination natürlich, dass auch die Verzinsung allgemein sehr niedrig ist, da bieten natürlich Aktienanleihen eine interessante Alternative. Im zweiten Teil gucken wir dann auch mal noch drauf. Herr Hess, wie sieht es bei Ihnen aus? Wo sind Sie hier zu Hause in der Meinung?
Ich fühle mich in allen Bereichen wohl, weil ich situativ anlegen würde. Ich würde sagen, Kapitalschutz ist toll, aber es hat auch damit zu tun, dass die Kunden die einfachen Zinsstrukturen suchen, die finden sie mit Kapitalschutz, deswegen sind die Anleihen ganz, ganz vorne. Ansonsten geben die Kapitalschutzzertifikate mit Aktienhintergrund nicht sehr viel her, muss man sagen. Und die Selbstentscheider, die lieben Bonus- und Discount-Zertifikate und die werden sie auch weiterhin kaufen. Also eine gesunde Aufteilung dann auch im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, im zweiten Teil gucken wir dann noch etwas näher drauf.